Darf man zum Beispiel bei Realmarkt Fleisch kaufen und verzehren? Darf man mit den Christen und Juden Fleisch verzehren, wenn sie das Essen gekocht haben? Darf man beim Chinesen Götzendiener essen? So. Man darf das Fleisch essen. Chinesen gibt es auch viele Muslime übrigens. Ne? Mehr als in Deutschland übrigens. Guck mal. Bruder, es gibt ja eine Fatwa. Es gibt ja eine Fatwa. Von einem großen Gelehrten, den ich extrem schätze, der sagt, als der Prophet a.s.w. in Medina gewesen ist, der hat nicht gefragt, die Juden oder Christen, habt ihr dieses Fleisch halal geschlachtet und so weiter und so fort. Und er sagt dann, also wenn man in Deutschland ist, braucht man auch nicht zu fragen. Die Sache ist aber, das ist das, was ich auch eben schon erklärt habe, man muss die Situation genau kennen. Weil die Situation in Medina kann man nicht mit der Situation in Deutschland vergleichen. In Medina wusste man, dass die Person ein richtiger Jude ist. Das war bekannt. In Deutschland erstmal die normale, woher willst du wissen, dass das Fleisch im Realkauf von einem Christen oder Juden geschlachtet wurde? Wie gesagt, in Ostdeutschland 50% Atheisten. Dann ist es hier nicht die Regel, dass das Tier geschächtet wird. Sondern ich habe gestern noch, vorgestern, mit einem Bruder geheiratet, der Schäfer ist und der Schafe schlachtet. Und er hat mir gesagt, er hat sich darüber informiert und erkundigt, in den meisten Fällen werden die Tiere erschossen oder die Hühner werden beispielsweise in Wasser reingetan, da gibt es einen Stromschlag und dann sind die tot. Das ist das, was mir ein vertrauenswürdiger Bruder gesagt hat, ja, der für mich vertrauenswürdig ist, der sich über diese Sache erkundigt hat. Das heißt, wir haben hier erstmal, dass das Fleisch halal ist, ist die Bedingung erstmal, dass es natürlich Fleisch ist, was an sich halal sein kann. Das heißt, wenn du jetzt ein Schwein schlachtest und sagst Bismillah, Allahu Akbar, dann wird das Schwein ja nicht halal, verstehst du? Auch wenn du es schächtest. So, logischerweise. So. Dann die zweite Sache ist, dass es geschächtet werden muss. Das heißt, das Blut muss rauskommen. Ja, und nicht, ich erschieße es oder erwürge es oder gebe es einen Stromschlag, dass es tot umkippt oder haue mit dem Hammer auf den Kopf. Ja. Das wird teilweise auch gemacht. Das hat mir ein Schlachter gesagt. Dass sie mit der Axt kommen und haben die Axt auf den Kopf und so weiter und so. Dann die nächste Bedingung ist, dass es von einem Muslim, einem Juden oder Christen geschlachtet wird. Und dass es im Namen Allahs geschlachtet wird. Was Namen Allahs angeht, so sagen einige Gelehrte, es reicht beim Juden und Christen, wenn man das dann über das Fleisch sagt, wenn es nicht bei der Schlachtung gesagt wurde. Okay, nehmen wir diese Meinung, das sagt zum Beispiel, ist ja egal, wer das sagt. Auf jeden Fall, das sagen zeitgenössische Gelehrte beispielsweise. Ja. Aber, Bruder, in Deutschland, ehrlich gesagt, wo hast du diese Garantie, wenn du in den Realkauf gehst? Ach, erstmal, du weißt gar nicht, wer das geschlachtet hat. Und höchstwahrscheinlich ist ja nicht so, als wenn 90% der Menschen hier Muslime wären. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Land bist, wo die Regel ist, der es geschlachtet hat, ist Muslim und in der Regel wird geschächt, in der Regel wird Bismillah gesagt, dann können wir nicht von dir verlangen, nachzusuchen. Aber hier ist die Grundlage, dass es gar keine Grundlage gibt. Ja, wie ich schon gesagt habe, in Ostdeutschland sind 50% Atheisten, in 70% Atheisten, in Westdeutschland 50% Atheisten. Zusätzlich dazu, wie wurde das Fleisch, also dann erstmal die erste Sache, ist der Fanach al-Kitab, können wir schon mal, hat sich schon mal erledigt. Zweite Sache, wie wurde das Tier geschlachtet? Ja, das heißt in den meisten Fällen, ja, Schuss in den Kopf oder was auch immer. So, gerade was Rindfleisch angeht, was Hühnerfleisch angeht, ja, ist es meistens so, die werden in einer Reihe in den Strom und dann pam, gibt es einen großen Knall, dann sind die alle weg vom Fenster. So, das heißt, das ist schon mal totes. Hurrimat alaikum al-maytatu wa damu wa lahmul khinzir. Verboten ist euch das Tote und das Blut und das Fleisch vom Schwein. So. Und was für einen anderen außer Allah geschlachtet wurde. So. Und dann nochmal haben wir nochmal die Sache mit dem Bismillah, wo wir eben darüber geredet haben. Und jetzt kommt noch etwas anderes, Brüder. Wir müssen versuchen, muslimische Fleischhändler zu fördern. Ja, es ist doch wirklich traurig, wenn ein Muslim sich Mühe gibt, der macht ein Geschäft auf
und will den Muslimen helfen und gibt sich Mühe, dass das Tier wirklich halal geschlachtet ist und der macht extra mit Bismillah, Allahu Akbar und so weiter und so fort. Und dann gehen die Muslime hin und gehen zum Real und geben ihr Geld Karl-Heinz, ja, beispielsweise. Das ist traurig, ja. Es ist wirklich traurig. Und deswegen, man sollte die muslimischen Läden, sollte man fördern. Und da sage ich euch nochmal was. Ich höre immer wieder unter den Muslimen, höre ich immer wieder, die Juden, die Juden, die Juden. Ja, irgendwas passiert, das waren bestimmt die Juden. Gestern ist in Japan ein Reis umgefallen, bestimmt die Juden waren das gewesen und so weiter. Ja, das höre ich jedes Mal. Oder die Juden, man kann viel über die sagen, aber die sind fähig. Und die halten zusammen. Und die fördern sich gegenseitig. Ach, jetzt macht jemand beispielsweise einen muslimischen Schlachthof auf und die Muslime fahren zum Real. Das ist traurig. Nur weil sie 20 Cent mehr bezahlen müssen. Kauf bei den Muslimen, die sich Mühe geben, wo du 100% sicher sein kannst, ja, dass das Fleisch halal geschlachtet wurde. Und nur mal nebenbei, man sollte sowieso nicht zu viel Fleisch essen. Ne? Nur mal so nebenbei. سبيل الدموع سبيل مريح